Ich habe sehr schlecht geschlafen. Echt? Ja. Und dann? Ich habe das doch jetzt schon alles bezahlt. Weiß ich nicht, wir machen jetzt das Kontaktformular, was die Dame uns empfohlen hat. Ich verstehe es nicht. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog, einem besonderen Vlog. Ihr seht, wir sind im Haus, wir arbeiten gerade fleißig. Ist so random, dass es dieselbe Szene ist wie im letzten Vlog. Ja, wir haben halt im letzten Vlog hier jetzt gerade die Endszene gedreht und wir fangen jetzt hier aus dem nächsten Vlog an, also nicht wundern. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag, denn unsere Couch kommt heute. Yes, wir sind schon sehr aufgeregt, wir haben euch ja mitgenommen, als wir die Couch ausgesucht haben bei IKEA und haben euch ja damals schon gesagt, dass die Lieferzeit echt kurz war, nur 2 Wochen, und heute ist der Tag. Wir haben schon alles freigeräumt hier und sind sehr gespannt, wie es nachher aussehen wird. Ich glaube, wenn die Couch drin ist, dann ist diese Wohnlichkeit nochmal extra da. Ja, auf jeden Fall. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben jetzt gerade 9.53 Uhr, die haben sich angemeldet für zwischen 8 und 14 Uhr. Also sind auf jeden Fall jetzt die ganze Zeit hier und warten. Und hast du schon gesagt, für die Leute, die am Ende im letzten Mal nicht da waren, was heute noch passieren wird? Ach, es wird im Titel stehen, ne? Es wird im Titel stehen, aber ja, Leute. Leute, letzte Nacht in der alten Wohnung. Oh mein Gott, das ist so crazy. Es ist so crazy. Ich kann es nicht glauben. Aber es wird auf jeden Fall einiges Cooles, Spannendes hier in dem Vlog passieren. Also viel Spaß und nehmt euch was zu snacken und genießt es. Genau. Okay, super crazy. 2 oder 5 Minuten, nachdem wir die Begrüßung jetzt gerade gemacht haben, kommt der IKEA. Oh Gott, er trägt es? Alleine? Wie geht das denn? Okay, auf jeden Fall ist er jetzt gerade hier und unsere Couch ist jetzt da. Und sehr crazy, wir haben auch jetzt gerade noch Besuch bekommen für die Planung für den Zaun quasi im Garten. Auch mega crazy, ich weiß gar nicht, was heute alles passiert. Aber der Typ kommt jetzt, ich muss mal kurz Schluss machen. Ui. Krass, man guckt das ja in 5 Teilen, Alter. Ja, voll crazy. Voll crazy, ich dachte, das sind so 3 Teile. Das Ding ist, das haben die uns auch damals beim Kauf schon gesagt, die dürfen jetzt natürlich nicht ins Haus reinkommen wegen Corona. Das haben die irgendwie, also die dürfen jetzt wirklich nur noch bis zur Haustüre. Ja, früher wären die noch so kurz reingekommen, ja. Aber geht nicht mehr leider. Ja, aber nicht schlimm. Ja, ja, ich wollte dich doch schon. Der Juli denkt sich schon wieder so, was ist denn jetzt schon wieder hier los? Okay, Leute, unser Sofa ist da und es steht. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, düde! Scheiße! Ich dachte gerade so, hä? Was redet ihr da so? Oh. Verdammt! Wir hätten nicht gedacht, dass es so viele Einzelteile sind. Ja, ans Aufbauen setzen wir uns dann heute mal ran. Mist! Aber gut, jetzt wissen wir auch mehr, ne? IKEA-Sofa heißt halt nicht 3 Teile und ineinander stecken und gut ist. Ja, aber dafür, ist es, auch in, aber dafür, ne? Ist es auch in 2 Wochen gekommen. Dafür ist und es in 2 Wochen Und wenn man gekommen. Ehrlich ist, IKEA ist auch easy zusammenzubauen. Ne? War gut bezahlbar auf jeden Fall und es ja. Ist halt IKEA. Ne? Also. Ja. Ja. So, kurzes Update. Wie man sieht, die Couch ist noch nicht aufgebaut. Wir haben jetzt noch keine Zeit dafür gefunden. Aber wir haben jetzt die ganze Zeit noch was am Laptop machen müssen. Und ja, Kobi ist jetzt... tollpatschig. Kobi ist jetzt auf jeden Fall losgefahren und muss ein paar Sachen erledigen. Ich muss schnell meinen Laptop hier anschließen. Und ich bin jetzt gerade auf der IKEA-Seite und schaue gerade, ob wir unsere restlichen Sachen einfach online bestellen und uns die dann liefern lassen. Weil jetzt ab Mittwoch machen ja alle Geschäfte wieder zu, außer natürlich Lebensmittelläden und Apotheken und so. Wir wissen nicht genau, ob IKEA jetzt auch darunter fällt, ob die zumachen oder nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Sachen und egal, ob die jetzt zumachen oder nicht, ist es halt einfach besser, wenn wir jetzt nicht dorthin fahren, uns in eine Menschenmasse begeben und ja, also, weil wahrscheinlich wird sich jeder denken, so falls IKEA zumacht, fahre ich jetzt noch schnell hin und dem wollen wir halt entgegenwirken und ich versuche halt jetzt gerade zu schauen, ob ich das, was ich alles brauche, online bestellen kann. Schaut mal, Leute, ich sag's euch, wie es ist. Ich fange gleich an zu weinen. Das ist so süß. Er liegt, ich habe ihm jetzt sein Bettchen dahin gelegt, damit er nicht die ganze Zeit so doof rumsteht, weil er stand jetzt bestimmt 1 Stunde an derselben Stelle und hat rausgeschaut. Jetzt hat er sich hingelegt und beobachtet die Bauarbeiter, wie die draußen am Arbeiten sind. Also das ist wirklich ein Moment gerade, wo ich
Pipi in die Augen kriegen könnte, weil das ist ja auch so unser Wunsch gewesen, unser Ziel gewesen. Ne? Also jedes Mal, wenn wir bei meinen oder bei Kobis Eltern waren, damals, als wir in der Eifel im Ferienhaus mit Juli waren, er lag wirklich immer den ganzen Tag vor diesem bodentiefen Fenster und hat rausgeschaut, hat Leute, die vorbeigegangen sind, beobachtet, hat, weiß ich nicht, Vögel beobachtet, also alles einfach, ja, und lag den ganzen Tag dann da rum und das konnte er halt in der Wohnung nie und er hat halt, wenn er auf dem Balkon war, immer gegen eine weiße Wand geguckt und ja, jetzt hat er hier endlich seine Fenster, wo er rausgucken kann und das ist jetzt unser, keine Ahnung, ich weiß nicht, das ist jetzt hier unser Zuhause hier und er kann den ganzen Tag hier liegen und beobachten und, ach, keine Ahnung, ich weiß nicht, macht mich gerade ein bisschen glücklich. Gottes Willen, ja. So sieht's aus. Ach Gott. Aber jetzt fahren die Bauarbeiter nach Hause, ne? Die machen jetzt Feierabend. Ne? Tust du fein beobachten, mein Schatz? Tust du fein beobachten? Er schaut so happy aus, oder? Tust du fein beobachten? Wie er da liegt, Leute. Einfach schön. Ne? Einfach schön. So, ich muss jetzt mal gerade ein Foto machen und Kobi ein Bild schicken. Gott. So, wir haben jetzt was Leckeres zu Mittag gemampft. Und jetzt haben wir fleißig Unterhilfe? Nein, Unterhilfe. Jetzt haben wir fleißige Unterstützung bekommen, weil wir haben keinen Plan, wie das lange jetzt dauern soll, hier das ganze Zeug aufzubauen. Deswegen stelle ich euch jetzt mal hin. Zeitraffer, let's go. Und wir bauen das jetzt hier mal auf. So, we are on the couch making. Hast du das schon gesagt, Babe? Ich hab's dir mit Time-Lapse gemacht. Ach so, oha, was geht? Wusste ich gar nicht. Auf jeden Fall das erste Hindernis, so wie es immer mal passieren kann. Aber es ist halt unser typisches Kobi und Mone Glück. Wir haben im Polster hier schon ein kleines Löchlein, wo die Naht aufgerissen ist. Ist nicht dramatisch, Mone. Gott sei Dank an der Naht. Der Nähkunst, genau, das ist genau an der Naht gerissen. Und mit ihrer Nähkunst wird sie das jetzt flicken. Aber das wäre natürlich ärgerlich normalerweise, vor allem wenn man es nicht könnte. Müsste man, also eigentlich müsste man es reklamieren. Ja, aber ich habe gar keinen Bock. Erstens kein Bock und zweitens, ich weiß nicht, klar, also ich kenne so ein paar andere Shops, da würde man dann halt eine Gutschrift bekommen, aber ich weiß nicht, ob die das bei Ikea machen. Aber vielleicht versuche ich es gleich mal. Ist auch jetzt nicht groß? Nee, es ist nicht groß, nur dieses kleine Loch hier, aber ich mache mal ein Bild vielleicht. Ja, vielleicht kriegen wir eine Gutschrift, mal gucken. Aber wir machen auf jeden Fall mal weiter. Wie nochmal, Schatz? Genau so, Leute, war das nämlich bisher immer, wenn wir Pakete angenommen haben. Und wir haben unser erstes Paket erhalten im neuen Haus. Ein Amazon-Paket, Leute. Und darf ich ganz kurz sagen, wie es passiert ist? Ja. Ding, dong. Huch, es klingelt an der Tür. Step, step, step. Hi, auch ein Paket, danke. Tschüss. Und nicht, hallo, hallo, hier, dritte Etage, Paket für Sie. Ja, das war schon nice, sehr gut. Aber jetzt habe ich mir Monat Splitter. Nee, es ist kein Splitter. Ich habe alles abgeguckt, es ist nichts, aber es tut irgendwie weh, als wäre ein Splitter, aber man sieht nichts. Na komm, stell dich nicht so an, Schatz. Wir machen weiter mit der Couch. Düpp, warte. Und weil wir ja hier auf YouTube sind, dürfen wir ja ein bisschen Musik abspielen, Leute. Deswegen, let's go. Warte, nee, warte. Wir brauchen jetzt hier den Drop. Schatz! Hast du noch nicht gesagt, ne?
So, Leute. Toll. Nächstes Problem. Ich check's nicht wirklich. Ist euch mal aufgefallen, dass Kobi und Mone immer Pech haben? Sowas kommt einfach nur bei uns vor. Wir haben euch jetzt gerade eben gezeigt. Hast du es mit dem Klettverschluss schon gezeigt? Nein. Auch noch nicht. Wir hatten ein Loch im Polster. Dann hat an einer Seite oder beziehungsweise an einem so einem Ding, so einem kompletten Ding, der komplette Klettverschluss gefehlt. Heißt, wir haben das Polster oder den Bezug jetzt festgetackert, statt zu kleben. Okay, haben wir uns alles mit zufrieden gegeben. Kein Problem, alles cool. Ja, jetzt fehlt ein Bezug für ein Armlehnenteil. Ich habe jetzt gerade geschaut, ob es das irgendwo bei uns in der Nähe Düsseldorf, Köln, überall verfügbar ist. Nee, ist es natürlich nicht. Habe jetzt mit dem Kundenservice telefoniert, ob es im Auto der Lieferer noch liegt, wie wir jetzt weiter vorgehen können. Die können mir alle nicht weiterhelfen. Da ab Mittwoch alle Geschäfte schließen, müssen wir jetzt warten bis Januar, bis das wieder aufmacht. Und haben jetzt über einen Monat hier einen Teil an der Couch, was keinen Bezug hat. Was ich nicht verstehe ist... Es ist okay, dass mal was fehlt oder so, aber erstens, sie sagt so, ja, dann wurde das nicht mitgeliefert, weil es wahrscheinlich nicht verfügbar war. Bruder, dann sag doch einfach kurz Bescheid, sag, ey, hier fehlt ein Teil, sollen wir trotzdem liefern, sollen wir noch warten oder was ist? Und wenn, selbst wenn das passiert, ist das doch jetzt nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern, da hinterher zu sein, zu warten, bis das wieder verfügbar ist. Dann möchte ich, dass, wenn ein Teil fehlt, die mich benachrichtigen und sagen, Tamam, wir schicken ihnen das, wenn das wieder vorrätig ist. Vor allem, dann sollen doch die Jungs vom Lieferservice einmal jetzt vorhin sagen, hier ist die Couch, etwas fehlt, aber nicht wundern. Wir suchen hier seit 2 Stunden das komplette Haus ab, ob wir irgendwie bescheuert sind und das Ding nicht finden. Nee, es wurde halt einfach nicht geliefert. Und was ich mich jetzt auch noch frage, habe ich vergessen, was ich mich jetzt noch frage. Toll, also einfach absoluter Wahnsinn. Kobi und Monika. Ach ja, genau, was ich mich jetzt frage, wir haben die Couch ja schon komplett bezahlt. Jetzt fahre ich in einem Monat zu Ikea, hol das Ding für 30 Euro neu und dann? Und dann? Ich habe das doch jetzt schon alles bezahlt. Weiß ich nicht, wir machen jetzt das Kontaktformular, was die Dame uns empfohlen hat. Ich verstehe es nicht. Oh, ich hab so einen Hals. So, jetzt steht das Sofa aber wirklich. Mit dem ganzen Werkzeug daneben sieht es tatsächlich nicht so schön aus. Aber das Sofa an sich ist sehr, sehr nice, oder Babe? Wollen wir mal den Hardcore-Test machen? Mhm. Ich möchte nur ganz kurz was sagen, bevor wir den Hardcore-Test machen. Nee, ich würde es nie lassen. Das muss aber die Couch eigentlich ja, ausmachen. Eigentlich schon, aber lass es einfach. Schatz, du kennst doch unser Glück. Sollen wir ein halbes? Nee, lass es. Setz dich einfach ganz normal. Ich roll mich so rauf, so ganz langsam. Das muss der Couch wirklich aushalten. Ja, dann mach das. Supi, das war das Unnötigste dieses ganzen Vlogs. Das war echt viel leerer, als ich sowas. Also das war wirklich eine super unnötige Aufnahme. Also ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, so, sie sieht sehr, sehr schön aus. Die Farbe ist genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Der Stoff ist sehr, sehr schön. Das Einzige, was ihr, wie gesagt, jetzt gerade seht, da hinten, die Armlehne ist noch weiß. Sieht doof aus. Aber können wir jetzt nicht ändern. Wir sind auf jeden Fall jetzt gerade fertig geworden beim Aufräumen, haben uns jetzt hier 2 Kerzen angemacht und ihr seht schon, der Laptop ist wieder an. Wir werden jetzt hier hinsetzen, noch ein bisschen was arbeiten und auch noch schnell ein Kontaktformular, wenn wir es finden, von IKEA ausfüllen. Das hat uns die Dame geraten, um ja halt eine Gutschrift zu bekommen und auch ja eine Erstattung für die kaputten Sachen. Und probieren wir jetzt einfach mal aus, gucken mal, was da rumkommt. Und ja, wir sagen euch auf jeden Fall Bescheid, wenn was rumkommt. Oh wow, das nenne ich Candlelight Dinner, Babe. Oh ja. Oh wow, das nenne ich Candlelight Dinner, Babe. Eiskalte Coca-Cola, Fisch, yes, sogar in Christmas Design. Yeah. Oh, Leute. Heute einfach 2x Fast Food gegessen. Wir leben so ungesund. Aber es ist einfach nicht anders handelbar gerade. Nein. Anzug, ne? Aber es ist auch irgendwie so lecker. Was soll man tun? Ja. Guten Hunger. Guten Hunger. Feierabend, wie das duftet. Nee, nicht gut. Yes, wir haben jetzt Feierabend. Wir saßen jetzt noch echt lange am Laptop. 11:30 haben wir. Geil. Und ich würde sagen, jetzt brechen wir auf in die letzte Nacht in der Wohnung. Ich habe gar keine Lust zu gehen irgendwie. Irgendwie ist das gerade voll traurig. Ich will nicht direkt hierbleiben. Weil, ich hab schon so natürlich diese, dass man Erinnerungen in die Wohnung hat und das ist natürlich, dass da viel passiert ist, aber irgendwie fühle ich mich so wohl hier. Ist ein gutes Zeichen, ne? Ja, aber jetzt packen wir uns schnell ein und düsen nach Hause. Hell, good morning. That was our last night in the Wohnung. Was sagst du, Baby? Was? Ich habe sehr schlecht geschlafen. Echt? Ja.
Du bist wieder so abergläubig unterwegs, ne? Also ich habe ganz normal geschlafen, war jetzt nicht besonders gut, aber nicht besonders schlecht. Und du, Juli? Und du? Wir haben sie geschlafen, hä? So wie immer, ne? Dem ist das schon wieder alles viel zu früh gerade. Ja, ist jetzt noch relativ früh. Ich werde jetzt gleich als erstes zum Friseur gehen. Seiten sind eigentlich noch gut, aber da jetzt ja halt der Lockdown wieder ansteht, muss ich nochmal zum Friseur. Und sie fährt zum Ikea. Yes. Und weil der ja jetzt auch bald zumacht und wir halt noch viel brauchen, macht ja, sie halt einen Großeinkauf. Ich hatte euch ja gestern gezeigt, dass ich am Laptop saß und die Sachen ja eigentlich bestellen wollte. Das Doofe ist nur, da stand halt, dass die irgendwie erst in der zweiten Januarwoche kommen und da sind halt wirklich Sachen dabei, die wir halt brauchen, so wie Klobürste, Klopapierhalter, Lampen und so. Deswegen, yes, muss ich halt jetzt auch noch schnell hinfahren. Aber ja, jetzt zu Resümee, Babe. Gut, wir haben jetzt natürlich nicht das letzte Mal im Schlafzimmer geschlafen, ne? Das war uns ja nicht bewusst, das haben wir ja quasi vor 2 Monaten getan. Ja, aber gefühlt, das, erste Mal, das letzte Mal ist hier der Wohnung. Ja, aber ich werde die Wohnung auf jeden Fall auch ein bisschen vermissen, muss ich schon sagen. Ich auch. Wir sind ja jetzt nicht weg, wir haben ja nur das letzte Mal hier geschlafen. Ja, ich weiß, aber... Also es sind halt auch so voll viele coole Sachen hier passiert und so und vor allen Dingen halt auch dieses so, du musst dich halt um nichts kümmern, so Aufzug hoch, fertig, keiner geht dir auf den Senkel, so... Das wird im Haushalt nicht mehr sein. Ne? Aufzug hoch, ne? Ja, gut, okay, wenn der Aufzug mal 2 Wochen nicht funktioniert, ja. Aber so geht es rein. Und den ist halt nie auf den Sack gegangen und so, ne? Ja. Aber ja, einfach letzte Nacht vorbei. Bisschen emotional, Alter. Mhm. Du gar nicht, ne? Ich dachte, du fängst dich hier zu heulen. Nee, gerade noch nicht. Ich wäre wahrscheinlich emotional, wenn wir die Wohnung hier verlassen. Ja. Dann bin ich noch nicht emotional. Das ist safe. Das ist safe, Alter. Ja. Leute, wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Däumchen nach oben. Wir werden jetzt gleich hier direkt weiter anfangen zu vloggen, weil wir euch natürlich in der ersten Nacht im neuen Haus mitnehmen wollen. Was haben wir geträumt? Was erleben wir? Wie wird's? Einfach auch, was ganz komisch ist, einfach auch im, also mäßig so halt jetzt Erdgeschoss und so, ne? Weil hier oben ist man so, wir sind ja 3. Etage und man muss hier irgendwie 10-mal Türen öffnen, keine Ahnung, was, man ist so voll safe. Und das wird bestimmt komisch, Alter. Ja. Aber ja. Ne? Deswegen, wir sehen uns im neuen Vlog, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns. Bis dann. Macht ihr gut. Ganz lieb. Tschüss. Psch, wo ist deine süße Nase? Warte. Oh, warte. Die zeigt ja nicht. Oh.